Jesus sagt, legt eure Meinungen beiseite und betet, denn es geht um Leben und Tod. 16. März 2020, Worte von Jesus und Schwester Claire, gesprochen von Jackie. Claire begann, liebe Herzbewohner, ich habe eine sehr wichtige, aktuelle und dringende Nachricht für euch. Und ich bete, dass ihr es heute hören werdet und zögert es nicht hinaus, es euch anzuhören. Jesus begann, ich appelliere an dich, meine Kirche, euer menschliches Wissen und eure Meinungen beiseite zu legen in dieser Stunde, wo es um Leben und Tod geht. Viele von euch verstehen, basierend auf den Schriften und das Verständnis, das ich Mutter Claire gegeben habe, was die Rolle meiner Mutter ist. Sie ist die größte Fürsprecherin, die ihr im Himmel habt. Die Zeit, in der ihr gerade lebt, ist sehr ähnlich wie die Zeit der Pest, in der das Rosenkranzgebet vervollständigt wurde. Meine Bräute, ihr könnt euch nicht leisten, ihre Rolle zu ignorieren. Ich habe mich sehr bemüht, dies in den Schriften zu unterstreichen, damit ihr Wunder und Gnaden bekommen könnt, die euch normalerweise nicht gewährt würden. Ich habe Folgendes zu diesem Thema gefunden auf der Webseite aletheia.org. Christen fügten, während die Pest im Gange war, Folgendes dem Ave-Maria-Gebet hinzu. Bete jetzt und in der Stunde unseres Todes für uns. Das Gebet Ave Maria, welches Christen seit Jahrhunderten beten, besteht aus zwei Hauptteilen. Der erste Teil des Gebets stammt von der Verkündigung an Maria, als der Engel Gabriel Maria mit diesen Worten begrüßte. Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Das ist Lukas 1,28. Der nächste Teil des Gebets stammt aus der Heimsuchung, als Elisabeth Maria mit diesen Worten begrüßte. Gesegnet seist du unter den Frauen, und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Lukas 1,42. Zuerst war das Gebet als Gruß an die gesegnete Jungfrau bekannt und bestand nur aus den beiden miteinander verbundenen Versen. Während der Pest, auch bekannt als Schwarzer Tod, wurde das Gebet jedoch weiterentwickelt und ein zweiter Teil hinzugefügt. Bete jetzt und in der Stunde unseres Todes für uns. Den Link zu diesem Artikel findet ihr unter diesem Video. Jesus fuhr weiter. Ich möchte, dass ihr euch daran erinnert, dass ich vom Himmel hinunterstieg, um in den Leib der Jungfrau einzutreten, und ihr würdet gut daran tun, euch mit euren Gebeten durch dieselbe Tür in den Himmel einzutreten, um das Zentrum meines Herzens zu erreichen und außergewöhnliche Wunder für euch zu erlangen. Ich bitte euch auch, vor meinen Heiligen Geist zu treten und eure Herzen zu durchsuchen, damit ihr euren Egoismus, Eigensinn, Stolz, Zorn, eure Habsucht, geistige Trägheit, Lust und Rebellion bereuen könnt. Kommt zu mir, meine Arme sind weit offen. Ich sehne mich danach, euer Geständnis zu hören und euch so weiß zu waschen, wie Wolle, in Vorbereitung auf den Tag, der vor euch liegt. Und ich möchte euch nur kurz etwas erzählen. Mike from Around the World lag mit seinen Aussagen in der Vergangenheit 100% richtig. Und vor 20 Jahren sagte er zu einem seiner Freunde, dass seine Mutter in einen Autounfall verwickelt werden würde. Und daraus würden Komplikationen entstehen und sie würde sterben. Das war vor 20 Jahren. Er sagte ihm auch, dass innerhalb weniger Tage nach ihrem Tod 3 Raketen, 3 Bomben auf Amerika abgefeuert und explodieren würden. 3 Atombomben, glaube ich. Sie würden aus dem Iran kommen, da iranische Symbole darauf waren. Nun vor ungefähr 4 Tagen, vielleicht 5, rief dieser alte Freund von Mike from Around the World ihn zitternd an.
mit einem Schaudern in seiner Stimme, und er sagte, meine Mutter ist gerade gestorben, und sie ist genauso gestorben, wie du es vorhergesagt hast. Nun möchte ich hinzufügen, als Ezekiel vor einigen Tagen eines seiner schlimmsten Leiden durchlebte, rief er Schwarzer Dienstag, und es war eine Zeit von unvergleichlichem Leiden für unsere Nation. Jetzt versuche ich, 2 und 2 zusammenzuzählen. Ich bitte euch, bringt dies vor den Herrn, und egal, ob ihr nun eine Bestätigung bekommt oder nicht, das Wichtigste, was ihr tun könnt, ist, euer Herz darauf vorzubereiten, dem Herrn zu begegnen. Bereitet eure Seele vor, seid rein vor ihm, vergebt jenen, die euch verletzt haben, und bereut. Und ich muss hinzufügen, dass in der Vergangenheit viele unserer Kerngruppe gesehen haben, wie etwas an der Ostküste geschieht. Ich glaube, dass Mike from Around the World Menschen von der Ostküste erwähnt hat, aber nicht welche Stadt. Ich denke, ihr könnt die Lücken selbst ausfüllen. Hier sind noch 2 Erlebnisse aus der Zeit, wo Hiroshima bombardiert wurde. 8 Männer beteten den Rosenkranz, Ave Maria, zu genau jener Zeit, wo die Atombombe in Hiroshima explodierte. Sie befanden sich in einer kleinen Kapelle, etwa 600 Meter vom Einschlagsort. Alles im Umkreis von 6 Kilometern wurde zerstört, das meiste davon in Dunst aufgelöst, und diese 8 Männer starben Jahrzehnte später in einem hohen Alter. Keiner von ihnen wurde krank. Keiner von ihnen wurde verletzt. Und es gab eine kleine Frau in der Bibliothek von Hiroshima. Sie las in jener Stunde das Buch von Fatima. Sie befand sich etwa 800 Meter vom Einschlagsort entfernt. Als die Bombe explodierte, hatte sich die Bibliothek und alles um sie herum in Luft aufgelöst. Aber sie und das Buch blieben unversehrt. Auch sie starb Jahrzehnte später in einem hohen Alter. Ich bitte euch, nehmt mich ernst, ruft eure Freunde an, lasst sie diese Nachricht anhören und versteht, dass wir möglicherweise in wenigen Tagen mit einer unglaublich schwierigen Situation in unserem Land konfrontiert sein könnten. Betet, wie ihr von dem Geist geführt werdet, betet aus der Tiefe eures Herzens und bittet Mutter Maria um ihre Fürsprache in diesen schwierigen Zeiten. Betet auch das göttliche Barmherzigkeitsgebet, Psalm 51 und Psalm 91, über die ganze Welt. Der Herr segne und beschütze euch alle. Vielen Dank für all eure Gebete und Unterstützung. Wir beten auch für euch, in seiner Liebe, Jackie und Familie.